Also du kannst in beide Richtungen fahren. Ich habe da eine Weiche drin und ich wollte auch mit so einem Druckknopf wie Nibula, dass der da an der Bushaltestelle hält und ihr könnt dann drücken, das ist noch geplant. Aber ich baue jetzt schon wieder das nächste Modul. Das sind deine Messingteile. Bei mir nicht. Ich hab das mit Roku an, ja, weil du musst ja immer irgendwas zersägen. Ich baue jetzt demnächst noch einen. Das gab es in der Realität von zwei Baulosen. Die waren unterschiedlich lang. Und ich habe leider den Plan von der Kleinen erwischt. Die kleine Kalkulation. Von kleiner ist schwer. Die nächste, die ich baue, da geht es wegreißen. Aber das...
bist du das richtig machen. Vergesse. Nicht im Ansatz, ja. Das sind auch tatsächlich, ist das die Folgestrecke. Ne? Das Schönitz ist tatsächlich der nächste Bahnhof von uns aus, also Pankow, Schönitz. Und das ist dann nochmal so ein Güterladegleis, das geht in der Realität von zur Seite weg. So eine ganz geile alte Brücke hätte ich auch gerne noch gebaut, total schön. Das ist natürlich alles ein bisschen ja. Allein der Bau von dem Anhänger, was der super beschrieben hat. Hast du gelesen? Das waren von der Kugelschreiberspitze. Infostand der Zweckfreunde International. Und natürlich die Kirche. Die Bausätze der Rollstuhlrampe, der DGS-Bausätze für 5 Euro. Ja, man kann, also das ist halt auch so eine Sache, das ist egal. Aber diese Effekte muss man auch kreativer und möglicher. Ja. Gut, außer jetzt mir Häuschen. Also, bin ich auch super effektiv. Das sind mit Abstand die besten Häuser. Das dauert so irre lange, wenn du Häuser selber schaust. Du kommst ja auch nicht voran. Das ist maßstäblich umgesetzt. Das habe ich als Kidbashing von den Nachbarn. Das gibt es halt so auch nicht. Du sitzt da ewig dran. Ja, dieser Pferdestall ist da. Den habe ich dann das Museum. Das ist eine Räucherkarte. An der Ostsee ist da viel Fisch gefangen worden, geräuchert. Das wird in den Dachbalken gehängt früher. Und dann wird das geräuchert. Und das haben Sie Ihre Hütte sozusagen verraucht? Die ist nur zum Räuchern gewesen. Okay. Da ist keiner drin im Büro. Ach so. Und also hier war das Büro und das ist nur zum Räuchern. Heute ist es eine Kulturstätte. Ne? Da haben wir historische Geräte auch da. Und das habe ich halt jeder Fachwerkball gestiftet, original gesagt. Oder halt fotografieren, vermessen. Dann habe ich das Bauwerk daraus erstellt, das gehörte, das ist immer vom Dach, dann im Elektro Spaß. Und ich habe für den Teil hier schon so lange gebraucht. Wenn er jedes Haus, dann wäre ich nicht fertig.